Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist. Ja, wir sind unterwegs auf der Mobilitech 2013 und bei mir ist jetzt Andreas Pfeiffer, er ist Geschäftsführer von Hubject. Wie geht's Ihnen heute? Sehr gut, danke. Na, dann drehen wir eine kleine Runde über die Mobilitech, plaudern ein wenig über Ihr Projekt, über Ihre Firma, über Ihre Vorhaben. Ja, Herr Pfeiffer, wenn Ihnen zu Beginn Ihrer Karriere jemand gesagt hätte, dass Sie mal ein Konsortium für Ladeinfrastruktur leiten, wo alle Großen eigentlich mit dabei sind, Daimler, BMW, Siemens, Bosch, ENBW und RWE, was für wie verrückt hätten Sie denjenigen gehalten? Ja, zu Beginn meiner Karriere, als ich damals in Aachen angefangen habe, Infrastruktur aufzubauen, habe ich doch recht schnell gemerkt, dass das alleine nicht funktionieren wird. Und spätestens in der NPE wird dann klar, wir müssen hier kooperieren, da müssen viele zusammenarbeiten, um dieses wichtige Thema Elektromobilität gemeinsam nach vorne zu bringen. Und das halt nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Von daher, so verrückt wäre der gar nicht gewesen. Ja, Sie planen ja nichts weniger als die Quadratur des Kreises, nämlich den übergreifenden Zugang zur Ladeinfrastruktur, bestmöglich natürlich im ganzen Land, ja, an jede Säule. Warum braucht so eine Plattform wie Ihre nachher im Hintergrund? Ich glaube eigentlich nicht, dass es die Quadratur des Kreises ist, sondern es ist vielmehr, dass die Marktteilnehmer, wenn sie kooperieren, automatisch dahin kommen werden, dass das gemeinsam besser funktioniert. Und wir leben in einer Zeit, wo IT eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die ermöglicht nämlich, dass für den Endkunden der ganz einfache, unkomplizierte Zugang zur Infrastruktur ermöglicht wird. Von daher, so schwer ist es eigentlich nicht. Es ist die Partner zusammenbringen, das IT-Thema dahinter, das realisieren wir einfach. Ja, Ihre Marke für den Endverbraucher heißt Intercharge. Überall, wo man Ihr Logo findet, kann man dann laden. Ist das so eine Art Lebensversicherung für den Nutzer, für den Anwender? Ich würde es vielleicht eher als eine Schutzengelfunktion bezeichnen. Also eigentlich ein Stückchen mehr noch. Wir sorgen im Hintergrund dafür, dass für den Kunden alles einfach funktioniert. Mhm. Wann werden denn die ersten Nutzer an den entsprechenden Ladesäulen mit Ihrem Logo tanken können? Das wird im ersten Halbjahr diesen Jahres passieren. Mhm. Dann geht es also los. Und Elektromobilität wird erfahrbar, wird selbstverständlich. Voraussetzung ist ja, dass alle mitmachen. Ja? Möglichst viele Versorger ihre Ladesäulen dem Netzwerk anschließen. Wie ködern Sie die entsprechenden Unternehmen? Ja, wir haben uns auch gefragt, wie kriegen wir das hin, die Stadtwerke, die kommunalen Betreiber davon zu überzeugen, dass E-Roaming der richtige Ansatz ist. Wir haben sehr früh gemerkt, in den Kommunikationen auch im Ausland, E-Roaming scheint der richtige Weg zu sein, die Lösung, die wir haben, ist richtig. Wir haben jetzt ein Marktanreizprogramm aufgesetzt, Share 2013, in dem wir eine sechsstellige Summe ausschreiben, damit die Marktteilnehmer jetzt auch durchstarten können. Herr Pfeiffer, warum sollen die Unternehmen gerade jetzt kommen? Die Fahrzeuge sind ja noch gar nicht am Markt. Ladesäulen braucht ja im Moment noch kein Mensch. Na, einige Infrastruktur ist jetzt ja auch schon vonnöten, aber uns ist viel wichtiger noch, dass Elektromobilität direkt von Anfang an richtig funktionieren kann. Ende des Jahres kommen viele neue Fahrzeuge und der Kunde soll direkt merken, das ist kein Forschungsfeld mehr. Das ist echtes Leben, das ist echte Mobilität. Und da wollen wir unseren Beitrag für leisten, wie der Schutzengel im Hintergrund, dafür sorgen, dass Infrastruktur verfügbar ist und nutzbar vor allem. Herr Pfeiffer, wir sind jetzt hier schon bei dem nächsten Gesellschafter von Ihnen gleich angekommen. Heißt das jetzt, dass Sie sozusagen dem Betreiber von Ladesäulen auch endlich eine, ja, sagen wir mal, Umsatzperspektive bieten? Weil bisher ist ja mit dem Betrieb von Ladeinfrastruktur nicht mehr als ein Blumentopf zu gewinnen. Ja, sobald die Autos kommen, ist natürlich Umsatz da und da können die Betreiber auch Geld verdienen. Wofür wir jetzt mit Share sorgen ist, dass Geschäftsmodelle, alte wie neue, eine Perspektive dafür bekommen, für den Kunden einfach nutzbar zu sein. Das heißt, nein, wir können nicht denen das Geld geben, aber das Geld wird automatisch kommen, wenn die Autos da sind. Und die kommen, davon sind wir überzeugt. Rein technisch haben Sie ja eine offene Plattform geschaffen, auf die kann ja jetzt jeder aufsetzen, da sind sogar neue Geschäftsmodelle denkbar. Warum ist so eine offene Schnittstelle so wichtig? Wir haben in den Gesprächen mit unseren europäischen Partnern gemerkt und auch aus den Verlautbarungen der EU, Offenheit, offene Protokolls sind die Grundlage für neue lukrative Geschäftsmodelle. Nicht der proprietäre Standard, sondern die Offenheit. Und deswegen haben wir das Open Intercharge Protokoll veröffentlicht zu einem frühen Zeitpunkt, damit jeder daran teilhaben kann, weil wir glauben, ein offenes Geschäftsmodell, ein offener Markt wird für Elektromobilität die wichtige und grundlegende Basis werden.
Herr Pfeiffer, bei der Elektromobilität reden ja alle vom Henne-Ei-Problem. Sie arbeiten ja so ein bisschen jetzt mit an der Aufzucht der Hennen, würde ich mal so formulieren. Lässt sich das Problem jetzt so langsam in den Griff kriegen oder ist es womöglich gar nicht so groß? Öffentliche Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts Elektromobilität. Ohne sie wird es nicht funktionieren. Wie viel kommen muss, das ist die große Frage, aber sie muss da sein und vor allem, sie muss verfügbar sein für den Kunden, leicht und einfach. Und daran arbeiten wir. Wir sind quasi die Brutstelle, wie Sie das so schön bezeichnet haben, um dieses Ei-Infrastruktur drumherum. Daraus werden tolle, schöne Hennen schlüpfen und dann kann Elektromobilität auch funktionieren. Ja, Herr Pfeiffer, wir sind jetzt angekommen beim nächsten Gesellschafter von Hubcheck bei der ENBW. Und Sie persönlich pendeln ja auch viel durch Deutschland, wie ich mir habe sagen lassen. Wann wird es denn tatsächlich visionär klappen, dass Sie elektrisch durch Deutschland mit einem Auto pendeln können und dabei überall an Ladesäulen tanken, die ein Hubcheck-Logo tragen? Das Intercharge-Symbol wird sicherlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren breit verfügbar sein. Das heißt, der Kunde kann sich dann in den nächsten 1 bis 2 Jahren auch sicher sein, überall seinen Strom zu bekommen und Elektromobilität wird damit auch für ihn funktionieren. Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.